Es ist soweit. Wir kommen zum zweiten Teil Meine Welt. Ich hoffe, ich werde jetzt häufiger zu dieser Serie kommen. Und jetzt geht es darum, von unserem Ort, den wir beim allerersten Mal entworfen haben, eine Straße wegführen zu lassen. Und man soll die Straße beschreiben. Mehr dazu nach dem Intro. Bevor wir jetzt in die Malerei einsteigen, auf der folgenden Seite zu diesem Straßenmotiv, gibt es eine Aufgabe. Und zwar, geh die Straße ein Stück entlang. Rechts steht etwas, das wie ein Briefkasten aussieht. Ein Brief schaut ein Stückchen daraus hervor. Du ziehst ihn heraus und stellst überrascht fest, dass er an dich adressiert ist. Du machst ihn auf und liest. Bundesamt für die Erschaffung von Räumen. Für Ihre herausragenden Leistungen bei der Erschaffung von Name deines Ortes erhalten Sie den Ehrenpreis des Bundesamts für die Erschaffung von Räumen. Wir gratulieren Ihnen zu dieser Ehrung. Um Ihnen Gelegenheit zu geben, Ihre Vision weiterzuentwickeln, gewähren wir Ihnen eine finanzielle Unterstützung für die Erschaffung weiterer Orte Ihrer Wahl. Wenn dir gefällt, was du geschaffen hast, nimm dies als ersten Teil deiner Welt. Trag den Standort in die Karte ein, siehe Seite 14. Wenn nicht, verwirf es und fang mit einer Anleitung auf den folgenden Seiten nochmal von vorne an. So, wir haben ja diesen Ort als allererstes gezeichnet. Und ich dachte mir jetzt, ihr helft mir einfach dabei, einen Namen dafür zu finden. Und zwar könnt ihr mir einfach Vorschläge unten in die Kommentare schreiben und unter allen Teilnehmern verlose ich einen 20-Euro-Gutschein für meinen Shop. Ich freue mich auf eure Vorschläge. Zum Malen jetzt erstmal das Buch zur Seite und ich habe mir überlegt, die Straße könnte man in Bildern beschreiben, indem man so eine Art Polaroid-Fotos malt von kleinen Landschaftsabschnitten, durch die diese Straße durchführt. Und ich hatte dafür nämlich noch diese schmalen Papierstreifen aus einer Upgrade-Box, wo das Thema auch Landschaften war, witzigerweise. Ich aber bei dem Upgrade-Battle nicht teilgenommen habe, weil ich ja daraus dieses Mash-up-Video gemacht habe, weil ich zeitlich nicht dazu gekommen bin, mit dem Material zu malen. Und die habe ich dann jeweils in so drei kleine Streifen geschnitten. Erstmal genau abgemessen, dass sie alle ungefähr gleich groß sind, weil Polaroid-Fotos sind ja auch alle gleich groß. Genau, hier schneide ich sie dann jetzt. Und darauf habe ich dann kleine Landschaften gemalt und das Masking Tape zum Festkleben der Papierstreifen habe ich dann tatsächlich auch ja, so geklebt, dass ich unten den breiteren Rand hatte, sozusagen. Also wie das auch auf diesen alten Polaroids aus den 80er, 90er Jahren immer aussah. Genau, dann habe ich mir die gleich so hingeklebt, dass ich nicht ständig loskleben musste, sondern dass ich Freitagabend dann quasi in eins durchmalen konnte. Und gleich musste ich auch erst nochmal suchen, weil das Washi-Tape war dann leer, was in der Upgrade drin war. Ich habe dann tatsächlich welches gefunden. Total süßes Washi-Tape, da steht Handmade with Love drauf. Das hatte ich, glaube ich, mal für meinen Davanda-Shop gekauft. Da war das ja immer so das Motto von Davanda. Und ich hatte mir das als Verpackungsmaterial gekauft und nie genutzt. Und ich habe mich dann entschieden, diesen Part dieses Mal mit Gouache zu malen. Und hier bereite ich dann einmal meine Palette vor. Ich habe so ja, Plastikpaletten, die man zusammenfalten kann für Gouache-Farben. Der Vorteil ist ja, dass Gouache sich immer wieder durch
Wasser reaktivieren lässt, sodass man diese Paletten dann einfach, wenn sie festgetrocknet sind, einfach zuklappen kann und beim nächsten Mal damit weitermalen kann. Außerdem, ja, jedes Fächlein kriegt da eine Farbe, dann hat man alle Farben da drin und kann dann immer wieder zutun und in diesen großen Feldern mischen. So, dann habe ich angefangen, mir so zu überlegen, was denn zu meinem Ort und meiner Straße so passen würde. Und da der Ort ja letztes Mal vom Fairy Glen auf der Isle of Skye inspiriert war, habe ich mir gedacht, okay, hier so eine schottische Hochlandschaft mit einem Highland Rind, das einen anschaut, fand ich ein ganz niedliches Motiv. Habe ich dann versucht, einfach so freie Hand auf dieses Mini-Polaroid zu malen. Ihr werdet noch sehen, Schottland ist für mich definitiv bei Landschaften ein landschaftliches Thema. Das nächste war dann so ein Highland-Schloss in, ich glaube, das ist das Highlander-Schloss sogar. Und dann habe ich mir überlegt, ich muss ja von da irgendwie wegkommen, die Straße lang, und an der Straße fährt vielleicht ein Zug lang. Und dann hatte ich eigentlich so gedacht an den Hogwarts Express, weil ich auch als Buchinspiration für meine Welt ja Harry Potter genannt hatte. Ich wollte dann aber nicht dieses klassische Bild malen, wie er dann durch diese schottische Landschaft über dieses große, diese Aquädukt-ähnliche Brücke fährt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, male ich ihn am Bahnhof, am Gleis. Ja, Dampfloks in der Perspektive muss ich definitiv noch üben. Das war, glaube ich, mit Abstand das Schwerste von diesen kleinen Bildchen für mich. Beim Malen bin ich gedanklich tatsächlich immer mehr von meinem fiktiven Zuhause, was ich gemalt habe, zu meinem wirklichen Zuhause gegangen. Ich werde euch gleich nochmal die einzelnen Fotos ein bisschen erklären. Jetzt lasse ich einfach mal laufen, wie ich die einzelnen Bilder gemalt habe und wie ich sie dann angeordnet habe auf dieser Seite.
Und da ist jetzt die fertige Seite. Und ja, es ist halt quasi von hier nach da, wird es immer mehr mein echtes Zuhause. Wobei ich die beiden, glaube ich, eigentlich hätte andersrum kleben müssen. Weil das ist näher dran bei mir, aber egal. Also wie gesagt, schon mal dieses Highland-Rind, dann dieses Highlander Castle, der Hogwarts Express. Das ist der Rosenstock, der ewige Rosenstock in Hildesheim. Ich bin in Hildesheim zur Schule gegangen. Das ist der Turm der Marktkirche in Hannover. Da ist nämlich ein Pentagramm dran. Ein umgedrehtes sogar. Das ist immer sehr lustig. Irgendwann, ich glaube, das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich auf dem Weihnachtsmarkt gestanden habe mit dem Glühwein und mich gewundert habe, ob ich zu viel getrunken habe oder ob ich das wirklich dort sehe. Dann habe ich hier, wir haben bei uns eine Quelle in der Nähe, wo ein Kraftort ist und ein Altar, wo ich mit einer Freundin immer hinfahre. Jetzt gerade im Herbst so, so ein kleines Halloween-Ritual dort mache. Dann haben wir bei uns in der Nähe eine Höhle, in der ich immer mit meinem Opa war, wo es auch eine ganz fantastische Sage und Legende zu gibt. Ja, mein Heimatort. Und eine Hollywood-Schaukel. Neben dem Baumhaus muss in meiner Welt definitiv auch eine Hollywood-Schaukel sein. Also Baumhaus und Hollywood-Schaukel, ja, sind meine Sachen, die da sein müssen, damit ich mich wohlfühle. Eine Seite wollte ich wenigstens dann heute noch machen. Die nächste Seite dann nach dieser Straße. Nein, eigentlich nach dem Namen, den man seinem Ort vergibt, ist Entwerfe eine Landschaft. Und ja, mein Ort war ja auf der Isle of Skye, in diesem Fairy Glen quasi. Das heißt, es war klar, Grundlage muss wieder ein bisschen was Schottisches sein. ja, und als Prompt stand unten noch drin, man soll sich seine Bücherliste vom Anfang angucken. Also man hat ja am Anfang eine Liste geschrieben von Dingen, die einen inspirieren für diese, für seine Welt. Und ja, ich habe dann einfach erstmal angefangen, habe eine Landschaft freihand mit Acryl gemalt und habe mir hinterher gedacht, ich mache da Symbole aus Büchern rein. Sind nur zwei geworden, aber ich zeige euch gleich einmal das fertige Bild. So, wie versprochen, hier noch das Endergebnis. Hat leider wieder nicht so ganz geklappt, denn mein Speicher war voll. Ich habe tatsächlich so viele Videos in der Pipeline für euch, dass mein Speicher auf meinem Rechner einfach voll war. Ich habe dann zwischendurch schon gelöscht, dass ich noch einen zweiten Teil machen konnte von dem Bild jetzt, aber es hat trotzdem nicht bis zu Ende gereicht, aber ich bin fertig geworden. Und zwar ist es, wie gesagt, die schottische Landschaft mit dem See. Ich habe sie leider irgendwie ein wenig schief reingesetzt hier. ich glaube, weil hier unten dieses mit Packpapier schon so ist und ich ja versucht habe, das so ein bisschen, also nicht komplett voll zu machen, sondern so auslaufen zu lassen an den Rändern. Ja, ich denke, man erkennt es trotzdem, auch wenn der See jetzt irgendwie ein bisschen abfällt. kleines Häuschen, ein Baum, die schönen schottischen Berge hier mit diesen Steinen, der oben immer rausguckt. Und ich hatte als Inspiration meine zwei Lieblingsbücher, Winnie the Pooh und Harry Potter. Und deswegen kommt hier die Eule zu Winnie Pooh geflogen. Und der Winnie Pooh ist angelehnt an die Originalillustration von Shepard. Viele wissen das nicht. Winnie Pooh ist eigentlich ein Roman. Ein Roman, der eigentlich um ein echtes Kind mit seinem Bären ging. Diesen Bären gab es wirklich. Also man, ich glaube, es vor knapp 10 Jahren wurden, glaube ich, Winnie Pooh und seine Freunde versteigert, also die echten Stofftiere. Und genau, es ist eigentlich ein Roman. Und die Originalillustrationen waren von einem Illustrator Shepard. Ganz wunderschön, der Mann konnte Dinge erzählen mit einer Linie. Also er hat nicht viel schattiert, er hat nicht viel schraffiert.
Er hat viel nur mit Linien ausgerückt. Also es war so Line Art, was er gemacht hat. Total toll. Wer das nicht kennt, guckt sich das mal an. Ja, die meisten kennen irgendwie heute Dis also nur noch den Disney Winnie Pooh, aber tatsächlich der Original Winnie Pooh ist klasse. Genau, ich habe ihn dann quasi in diesem Bärenbraun angemalt und genau, er kriegt seinen Brief aus Hogwarts. genau. Ich hatte als Inspiration auch noch sowas wie Herr der Ringe. Ich finde aber, Herr der Ringe wurde ja in Neuseeland gedreht, weil Neuseeland tatsächlich, glaube ich, eine Insel ist, die fast alle Landschaftsarten der ganzen Welt quasi in sich vereint, sodass man super gut solche Filme wie Herr der Ringe dort drehen kann, weil man Berge hat, aber auch irgendwie Flachland und solche Sachen. Ich finde aber Teile von Neuseeland, die man da so sieht, erinnern ja auch irgendwie an Schottland. Also von daher fand ich das ganz passend. Vielleicht ist es ja auch Neuseeland, sieht nur aus wie Schottland. Und dann hatte ich, glaube ich, noch der Goldene Kompass. Aber das Buch habe ich schon ganz lange nicht gelesen. Das gefiel mir nur sehr gut von der Idee der Parallelwelten her. Ja, ich habe jetzt diese beiden Bücher reingenommen. Ja, und das waren die Seiten, die wir für heute in Teil 2 machen. Wir können ja schon mal gucken. Als nächstes kommt, wir sollen das Wetter beschreiben und wir sollen ein Zuhause bauen. Genau, und dann malen wir eine Landkarte von unserer Welt. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was ihr für Vorschläge habt für meine Welt, wie sie denn heißen soll. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst meinem Kanal ein Abo da. Drückt die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video kommt. Genau, und ich hoffe, diese Serie ganz bald fortzusetzen, weil das macht echt Spaß. Ich hoffe, euch auch. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Video. Wie gesagt, Daumen nach oben nicht vergessen, bitte. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Ort benennen würdet, den wir gemalt haben, wie ihr meine Welt vielleicht benennen würdet oder wie ihr eure Welt benennen würdet. Ja, dann eine wunderschöne Woche. Bis dann. Ciao.